Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge haben wir uns bis zum Bedrock hier runtergegraben, damit wir herausfinden können, ob wir mit Bedrock diese komischen Dust machen können. Aber ich bin der Meinung, wir tun uns diese Folge, wenn wir herausgefunden haben, wie man diesen komischen Ding das nicht irgendwie so. Bin mir nicht mehr sicher, wie dieses Rubber-Teilgang. Das war von Industrial. So, da müssen wir nur den Treeport. Ah, der ging so. Okay. Da haben wir jetzt nicht einen Treeport. Dann würde ich mal sagen, begeben wir uns mal kurz auf ein Adventure. Und nehmen auf dem Weg noch ein paar Bäumchen mit. Denn wir müssen herausfinden. Oh, da läuft einem eiskalt jedes Mal den Rücken runter. Wir müssen herausfinden. Wo zur Hölle die Rubberbäume sind. Ich glaube, wir laufen genau. Oh, ich glaube, der ist böse. Oh ja. Der Frasian Bull, der will einen angreifen, glaube ich. Huchala. Auf jeden Fall so, laufen die normalerweise in die Gegenrichtung. So, wie läuft es eigentlich mit dem Teil hier? Das hat ja wahrscheinlich die ganze Nacht gebohrt, oder? Joa. Ich würde mal sagen, er hat. Oh, ordentlich was geschafft. Da sollten wir in der Zukunft. Oh, die sind leer. Ach du Scheiße, verbrauchen. Ja, wir müssen eindeutig eine andere Energiequelle für die finden. Das ist ja der Horror. Ja, die brauche ich auf dem Weg vielleicht. Guck mal. Oh, mal. Haselnuss. Eine Walnuss. Aber nur von dem Zeug kann man sich halt auch nicht ernähren, ne? Oh, ja, Slowness. Ist gut, ich glaube, ich habe hier was zu essen gefunden. Gebt mir euer Futter. Damit kann man ihn nochmal vollfüllen auf dem Weg. Problem, keins davon ist ein Rubber Tree, weil die Rubber Trees, wenn ich mich richtig erinnere, haben um eine Spitze drauf. Die würden nicht schon einiges bringen. So, jetzt bin ich wieder voll. Haha. So. Auf in die Weiden der Welt. Halt nicht unbedingt so weit, aber so weit halt, dass wir das Zeug finden, was wir brauchen. Moinsen. Habt ihr einen Rubber Tree gesehen? Ich würde den nämlich gerne fällen. What the fuck? King Shield of Hell, was ist das? Ich hab einen. Ich hab sogar zwei, drei. Ganz viele. Oh, Pferde. What the fuck geht hier ab? Also, anmerken, hier sind Pferde. Das ist schon mal gut. Und hier ist auch sehr viel interessanter Boden. Und wie es ausschaut, auch eine Höhle. Aber what the fuck, bitteschön, ist das? Bin ich im Land der Riesen gelandet, oder was? Alter, so, okay. Wieder zurück zum Thema. Rubber Trees. Das sind die Teile, die wir brauchen. Genau das ist, was wir brauchen. Holy shit, und da sind Smaragde. Habe ich gerade eine Ziege gehört? Bitte was? Lass mich mal kurz da hoch. Ihr habt nicht hier die schönen Rubber Trees, aber auch leider nur zwei. Da ist noch ein bisschen. Wo ist mein Rubber hin? Gib mir meinen Rubber, du Arschloch. Ich brauche ein Doppel von denen eigentlich. Damit ich die vor der Haustür anpflanzen kann. Bedeutet zerlegen. Und hoffen, dass ich von den Teilen. Alter, die Ziege, die hat vielleicht einen Anfall, ey.
braucht wieder. So. Okay, ich habe jetzt schon mal 9. Bedeutet, 9 Rubber hätte ich schon mal. Das ist ja, sagen wir mal so, ein Anfang ist es ja schon, aber Och, Saplings. Schauen wir mal, ob wir hinten noch vielleicht auf die Schnelle 1, 2 erhaschen. Da ist eine Hütte. Die können wir uns eigentlich auch mal gleich anschauen, obwohl ich eigentlich mehr interessiert bin, ob das, was ich suche, in dem Berg dran ist. Bitte lasst einen. Ja. Yes! Ein Sapling haben wir schon mal. Warum kann man wegen einem Sapling nur so absetzt sein? Ja, weil wir den halt immer gebrauchen werden. Nein! Also eine Baum, kann man sagen, war ein Arschloch, hat nichts fallen lassen. Der andere Baum war lieb und hat uns schon mal wenigstens eingeschenkt. Aber weißt du was, jetzt schauen wir schnell darüber. Ich will... Oh, Diamanten! Und Eisen. Eisen finde ich auch immer super, aber dem. Diamanten sind natürlich ganz toll. Juhu, Diamanten wieder. Alter, was sind das für riesige Bäume? Wollt mich verarschen? Was bist du? Cherry Bomb Bosch. Oh, warte mal, der Diamanten. Also, mir kann keiner sagen, dass wir einen. Jawohl, wir können uns jetzt eiskalt eine Diamantspitzhacke machen, wenn das jetzt. Und es ist notwendig, weil da drin wird sich das verstecken, was wir suchen. Und da ist wieder Gold auch unten. Ja, Leute, wir machen uns mal ganz schnell. Darf bloß nicht Nacht werden, weil dann kriege ich einen Anfall. Weil jetzt haben wir dann wirklich viel Value dabei. Vor allem, wenn wir aus der Kiste da drin das rauskriegen, was wir brauchen. Und dann wäre ich richtig upset, wenn wir sterben würden. Da drin ist nämlich der heilige Gral vielleicht für uns. Die Zukunft der Energie. What the? Achso, ja scheiße, hier sind ja die Knöpfe wieder vertauscht. Und ich bin einfach zu doof wieder. Ich habe gerade die Sprint-Taste gedrückt. Bin es nicht gewohnt mit einer Sprint-Taste. Oh, da sind wieder Diamanten. Die können wir auch noch mitnehmen. Machen wir jetzt gleich. So viel Diamanten. Alter, das ist ja ein Träumchen ist das. Ein Träumchen. Das Gold nehmen wir auch noch mit. Ich weiß, ich werde sonst nie wieder Gold finden am Ende. Weil Gold und ich sind irgendwie nicht die besten Freunde mehr. Früher war Eisen nie mein Freund in Minecraft. Ich durfte. Oh, jetzt hat die Beine wieder sprinten gedrückt. Ich hatte Gold den Überfluss, aber keine Diamanten. Und kein Eisen. Ja, wo ist denn jetzt hier die Mitte? Circa hier, ne? Ne, hier ist die Mitte, oder? Ja, hier ist die Mitte. So, schauen wir schnell runter. Mal gucken, Himmelstein. Gravurkonstruktionsplatte und Gravurkalkulationsdrucker. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es könnte gut sein, dass wir jetzt alles haben, was wir brauchen. Und wir nehmen natürlich ein bisschen Himmelstein mit. Vielleicht kann man den für was brauchen. Bisschen Himmelstein, sondern würde ich sagen, wir geben uns auf den Weg zurück. Damit wir vor dem Abend auch noch unseren Bäumen unseren Bim pflanzen können, den Baum. Man muss lassen, hier gibt es wirklich viele Rohstoffe. Da liegt wieder was, das ausschaut wie Diamanten. Alter, also Diamanten werden wir in diesem Spiel nicht unbedingt suchen müssen. Wir können uns bald schon überlegen, eine Diamantrüstung zu machen. Was soll denn das? Obwohl es wahrscheinlich schlauer ist, sich mal mit dem Tinkers Construct Mod aus. Oh, ist so dunkel, scheiße. Mama hat gesagt, ich soll vor Mitternacht daheim sein.
Vielleicht sollte ich das einhalten. Schnell wie möglich zurücksprinten. Wir haben natürlich neben uns die perfekte Energiequelle für Holz. Wenn wir solche Minions hätten, die du sagen kannst, fäll den Baum. Ich hätte gleich 3 mittlerweile für die, damit wir so tonnenweise Holz haben. Eine Kiste, die unsere Sterling Generators damit verbindet und halt direkt eiskalt sozusagen das macht, ne? Das ist so ein Terrorvogel. Das ist sicher einer aus der Dinosaurierzeit. Die sind böse. Ganz, ganz böse sind die. So. Jetzt sind wir wieder daheim. Rein theoretisch könnte ich doch mit. Oh okay, Gott, ich kann nicht mehr das Spiel. Warte mal, hier kommt ganz schnell der Rubber Tree hin. So. Aber wir haben jetzt Rubber. Bedeutet, wir können das Rubber schon mal brennen. Wo ist es denn? Wo ist mein Rubber? Rubber, Rubber, Rubber. Da ist es. Schön. Golderz, Eisenerz. 12 Tier? Läuft bei mir daheim, ne? Oh, das mit den Kabeln wird jetzt aber ein Spaß. Uiuiui, das sehe ich jetzt schon. Hupsala, jetzt habe ich gerade mein Mikrofon verstellt. Zweimal ins. Zwei. Was? Copper Cable? Okay. Also ich brauche 6 Stück, dann habe ich ja genügend auf jeden Fall. Dann habe ich schon mal ein bisschen was da. Oder ich kann sie einzeln machen direkt. Copper Ecken, jetzt habe ich ja eh schon in Massen. Und dann kann ich mir den. Wo ist denn der Generator wieder? Wo ist er denn? Slack Generator. Ich brauche nur den Generator. Wo ist er denn? Generator. Oh Gott, ja stimmt, da brauche ich wieder. Oh. Ich hasse es, wenn ich Stahlbahnen auf einmal brauche. Warte mal. Stahlmischung. So, jetzt kommen wir da an den Punkt. Wie mache ich eine Stahlmischung? Es wird doch einen Weg geben, bitte schön eine Stahlmischung zu machen, oder? Nein, och Mann. Wie mache ich Stahl? Dafür wird es doch bitte schön eine Antwort geben, oder? Irgendwie muss ich ja Stahl produzieren können, oder? Hier haben wir es. Aus dem Alloy-Smelter mit Koks? Was? Coal Dust und Eisenbahn. Oder wir brauchen Alloy-Smelter. Simple Alloy-Smelter. Der schaut doch ganz pipsch aus. Eisenbahn, Eisengitter. Grains of Infinity. Diese Grains of Infinity. 50% nur in der Oberholz. Infinity Dust Block. Hä? Also wie es ausschaut, soll ich einfach mir jetzt einen Block machen. Warte mal. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. So. Tun wir so ein bisschen die Sachen aufräumen. Und gleichzeitig mal was zu essen machen, damit ich hier irgendwie überlebe die ganze Zeit. Bedeutet, ich muss mir jetzt ein Feuerzeug machen. Ein Feuerzeug. Ruhe da draußen, ich muss denken, ey. Das ist kompliziert. So, und dann ein Feuerzeug. Hä? Wie ging ein Feuerzeug? Bin ich jetzt doof? Feuer. Haben die das überarbeitet? Ach, komm schon. Wie soll ich denn sonst Feuer machen? Ihr Assis. Was soll das denn? Ach, Mann.
Refined Iron Ore. So, jetzt kommen wir mal der ganzen Sache näher. Wie mache ich den denn? Ach, komm schon. Das ist wieder ein Kreislauf. Wie machen All Alloys? Die haben echt Flinten. Kann ich mit einer Fackel vielleicht einen Feuerstab? Kann ich damit was abfackeln? Ich probier's eiskalt mal. So, warte mal. Dafür brauche ich nur Sticks und eine Coal. Und Coal. Und Coal habe ich ja eventuell ein bisschen was, ne? Aber Leute, das probieren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.